Hallo Freunde, heute wieder bei Ritze kocht und heute in meiner Outdoor-Küche. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man gescheites Sauerkraut machen. Schöne ungarische Rezeptur. Wir haben jetzt Herbst, ihr seht, ich bin ein bisschen wärmer angezogen. Und hier geht es ums Thema Fermentieren. Wenn es interessiert, wie das Sauerkraut gemacht wird, dann bleib einfach dran. Genau, bis gleich. So, schön, dass du wieder dabei bist, hier bei mir in der Outdoor-Küche. Und das Thema ist Fermentation. Fermentation ist ein natürlicher Prozess und da werden Milchsäurebakterien im Prinzip durch die Zersetzung von den Kohlenhydraten in unserem Gemüse zersetzt. Und ist natürlich ein sehr, sehr wohlschmeckender Geschmack auf jeden Fall und natürlich auch sehr gesund. Gut für die Darmflora und macht natürlich unser Gemüse in dem Sinne auch haltbar. Ganz klassisch, heute das Sauerkraut, und wenn ihr andere Videos sehen wollt, dann klick einfach hier oben, dort siehst du dann das nächste Video. Also, viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. So Freunde, also jetzt haben wir natürlich den Kohl jetzt halbiert, geviertelt und den Strunk rausgeschnitten und weiter geht's. So Freunde, jetzt braucht ihr hier einen Hobel dazu. Nehmt euch natürlich hier den Weißkohl, den vorbereiteten, und zieht den über den Hobel. Vorsicht, der Hobel ist natürlich scharf, dass er euch nicht verletzt. Ne? Wenn jetzt hier größere Stücke mit reinfallen, nicht weiter schlimm. So Freunde, jetzt kommt hier das gehobelte Kraut zu einem Teil hier in den Gärtopf. Okay. So, was darf beim ungarischen Sauerkraut natürlich nicht fehlen? Freunde, Knoblauch. Sehe. Also nie übertreiben. Rein damit. So Freunde, jetzt hier Salz dazu. Und dann geht's los hier schön mit dem Stampfer. Das Sauerkraut oder das Kraut, ich sage mal kein Sauerkraut, das Kraut schön anstampfen. Salz wirkt in dem Fall hier hygroskopisch, zieht Wasser und zieht es im Endeffekt jetzt hier bei dem Kraut, was wir gehobelt haben, das Wasser halt zu ziehen. Ne? Dass im Endeffekt das Kraut in seinem eigenen Saft halt gärt oder gart. Ja, das ist ein bisschen eine mühselige Arbeit, aber ich verspreche euch, ihr werdet belohnt. Nächste Charge.
etwas Salz dazu. Dazwischen lege ich gerne auch noch mal ein paar größere Blätter. Gebe auch schon ein bisschen Wacholder dazu. Frische Chili. Und weiter geht's. Gut. Zum Ende hin wieder ein paar grobe Blätter. Weiter geht's. So, oben als Abschluss gebe ich dann immer noch mal ein paar ganze Blätter. So gut wie es geht hier. Stoßen wir auch noch mit an. Gibt es natürlich auch noch Beschwerungssteine, die natürlich ebenfalls aus Ton sind. Und die legt er hier schön in die Mitte auf, so dass das wirklich alles tatsächlich mit Wasser bedeckt ist, ne? Okay. So, Freunde, in die Rinne kommt natürlich hier noch Wasser rein. Das wird unser Verschluss sein. Das ist so wichtig, dass dort immer Wasser drin ist. Und dann kommt hier der Deckel drauf. Der Punkt ist, dass natürlich Gas auch entweichen wird, im Endeffekt, wenn der Gärprozess beginnt. Und damit das Gas ordentlich entweichen kann, sollte auch immer Wasser da drin sein, damit das Sauerkraut natürlich auch richtig geil wird. Also, Freunde, nachmachen, unbedingt. Also, Rizzo Sauerkraut jetzt natürlich erstmal 8 bis 10 Tage bei Zimmertemperatur. Meinetwegen in die Küche stellen auf jeden Fall und wichtig, ganz einfach immer in die Wasserrinne Wasser nachfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nach den 10 Tagen stellt das nochmal unten in den Keller für 3-4 Wochen und dann habt ihr ein sensationelles Sauerkraut. Dann könnt ihr es entnehmen, weiterverarbeiten, roh essen oder ganz einfach vielleicht sogar vakuumieren, wie auch immer, damit es dann noch länger hält und ihr über den Winter kommt. So, ihr Lieben, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked, kommentiert auch gern, wenn ihr Fragen habt, fragt mich, schreibt mich an. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, damit ihr natürlich auch keine weitere Folge von mir verpasst. In diesem Sinne, der Rizzo ist raus, macht's gut, ciao und bis bald.